kaltblütig werden drei Männer auf einem Reiterhof in Hille ermordet. Und das nur, weil einer der Täter Geldprobleme hatte. Viele in Hille kannten den möglichen Dreifachmörder und sind total überrascht. Er war ein netter Mensch, ja. Kann ich jetzt nichts anderes zu sagen. Normalerweise gibt es das bei uns nicht. Aber kann man nicht wissen, ne? Man guckt die Menschen alle nur bis vom Kopf. Du Mörder, du Schwein. Angehörige des 30-jährigen Opfers Fadi S. schreien ihre Wut und ihre Trauer heraus. Wie der Gerichtsmediziner da erzählt hat, was er alles da für Verletzungen abbekommen hat. Ja, das war schon... Der wollte nur leben. Und das ist ihm nicht mehr vergönnt. Jörg W., der Besitzer des Reiterhofes in Hille, und Kevin R. laden am 26. August 2017 zu einem Grillfest ein. Kevin R. ist das Patenkind von Jörg W.'s Frau und die beiden haben eine Vater-Sohn-ähnliche Beziehung. Aber die Feier ist nur ein perfider Vorwand, denn am Ende des Abends werden sie den Schädel des Hilfsarbeiters Joachim Kleine zertrümmern, um an sein Erspartes zu kommen. Später in diesem Film spreche ich noch mit der Schwester des Opfers. Als der Abend ausklingt, schlägt mindestens einer der beiden Männer plötzlich und unvermittelt mit einem Backstein auf den 64-Jährigen ein. Dann sticht er immer wieder mit einem Kampfmesser zu. Diese rohe Gewalt tötet Joachim Kleine aber nicht sofort. Erst 15 bis 20 Minuten nach dem Angriff stirbt er. Die Angeklagten verbrachten sodann den Leichnam des Joachim K. mit Hilfe einer Schubkarre zu einem mit Wasser gefüllten und einem Deckel versehenen Sickerschacht und versenkten ihn darin. Unmittelbar nach der Tat dringen die beiden in das Zimmer des Getöteten ein und brechen mehrere Geldkassetten auf. Insgesamt stehlen sie 3.500 Euro. Der Großteil der Summe geht an Jörg W. Kevin R. bekommt 200 Euro. Ging es den Tätern um das wenige Geld? Immerhin ist bekannt, dass Jörg W. Geldprobleme hatte. Oder ging es darum, sich vor dem anderen als vermeintlich stark zu beweisen? So oder so, ich kann diese Tat nicht nachvollziehen. Und Joachim Kleine war nicht das einzige Opfer hier in Hille. Zu diesem Zeitpunkt liegt bereits nur wenige Meter entfernt eine weitere Leiche. Und was ich echt erschreckend finde, Doris W., die Frau von Jörg W., war eingeweiht. Doris weiß jetzt Bescheid, alles bestens. Worüber? Über die Kaputten. Ich finde es widerlich, wie respektlos und despektierlich sich die Männer nach ihren Taten verhalten. Also die Opfer als kaputt zu bezeichnen und auch dieser Smiley in der Nachricht, von Reue ist da echt gar keine Spur. Einige Tage zuvor hatte Jörg W. zum ersten Mal getötet. Der Rentner Gerhard F. ist sein Nachbar, der ihm vertrauensvoll die Vollmacht über seine Konten erteilt. Aber das scheint Jörg W. nicht zu reichen. Sein Ziehsohn Kevin R. soll in das Haus des 71-Jährigen einziehen. Also stehen sie eines Tages vor der Tür des Rentners. Unvermittelt schubst Jörg W. ihn die Treppe hinunter. Dann schlägt er mit einem Ziegelstein auf dessen Gesicht und Brustkorb ein. Und dann würgt er ihn noch. Der Tod des Gerhard F. trat quälend langsam erst 10 bis 20 Minuten nach Zufügung der Verletzungen ein. Noch zu Lebzeiten atmete er ein bis 1,5 cm durchmessendes Knochenfragment ein und verschluckte einen golden überkronten Zahn bis in die obere Speiseröhre. Kurz darauf soll Kevin R. in das Haus des Nachbarn eingezogen und Freunde aus Duisburg eingeladen haben. Das Gericht schließt nicht aus, dass Kevin R. auch an diesem Mord beteiligt war, fand aber keine Beweise. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich muss bei der Recherche häufig Pause machen, weil mich diese brutale Gewalt einfach überfordert. Und ich kann das einfach. Ich kann das Urteil weglegen und mich mit anderen Dingen beschäftigen. Wer das nicht kann, ist Renate Kleine. Sie ist die Schwester von Joachim Kleine, dem getöteten Mann von der Grillfeier. Du Mörder, du Schwein. Angehörige schreien ihre Wut und ihre Trauer heraus. Rechtsanwalt Christian Thüner vertritt die Schwester eines Opfers. Seine Mandantin kommt aber inzwischen nicht mehr zum Prozess. Für sie seien die Anwesenheit der Täter und das zähe Ringen der Juristen im Gerichtssaal kaum noch zu ertragen. Dabei habe die Schwester zunächst viel dafür getan, den Tod ihres Bruders zu verarbeiten. Sie hat an der Grube gestanden, wo ihr Bruder unter die Erde gebracht wurde. Und hat das erstaunlich gut erlebt, so will ich es mal formulieren.
Und sie hat damals gesagt, jetzt weiß ich Bescheid. Jetzt habe ich gesehen, wo er gelegen hat. Das tat mir jetzt gut. Das, was hier im Prozess jetzt passiert, das tut ihr nicht mehr gut. Am 3. September 2018 beginnt der Prozess gegen Jörg W. und Kevin R. vor dem Bielefelder Landgericht. Er dauert insgesamt 31 Verhandlungstage und erstreckt sich über 10 Monate. Renate Kleine war damals als Nebenklägerin dabei. Die Verhandlungen haben sie sehr mitgenommen. Heute hat sie mit den Morden gerichtlich abgeschlossen, emotional aber noch nicht. Sie waren ja auch beim Prozess dabei, 15 Tage insgesamt. Was waren das für Emotionen, die Sie da erlebt haben, als Sie da waren? Das war stellenweise unerträglich. Auch wie der Gerichtsmediziner da erzählt hat, was er alles da für Verletzungen abbekommen hat. Ja, das war schon heftig. Die haben ihm ja auch die ganzen Rippen zertreten. Was war Ihr Bruder Joachim oder wie Sie sagen Jochen, was war der für ein Mensch? Das war kein Auffälliger. Bescheiden, war mit allen zufrieden. Wenn du mal mit ihm Stress hattest und hast ihn ausgeschimpft, dann hat er sich wochenlang nicht blicken lassen. Also war ein Feinfühliger. Wann haben Sie Ihren Bruder zum letzten Mal gesehen? Am 1. August 2017. Wie gesagt, und am 27. war er schon tot, was keiner wusste. Was war damals das Letzte, was Sie mit Ihrem Bruder besprochen haben? Ja, da hatten wir abgemacht, dass wir uns jetzt erst mal ein paar Monate nicht sehen. Und im Frühjahr wollten wir uns wiedersehen. Also spätestens im April oder so, dann hätte ich dann mal angerufen, wenn er nicht vorbeigekommen wäre. Denn das war die Abmachung. Wie ging es Ihnen dann, als Sie erfahren haben, was passiert ist? Man versteht es nicht. Und das zu begreifen, das dauert Wochen. Was da alles über einen rollt, die ganzen Geschehnisse. Nur wegen so ein bisschen erspartem Geld. Können Sie den Tätern die Tat verzeihen? Die Frage ist mir schon sehr oft gestellt worden. Sowas kann man nicht verzeihen. Wie die da zu Werke gegangen sind. Und er ist ja schließlich nach 20 Minuten an ein Schädel-Hirntrauma verstorben. Er ist ja erst nach 10 Minuten in die Bewusstlosigkeit gefallen. Ne? Und was sie da noch alles mit ihm veranstaltet haben, das kann man gar nicht wiedergeben. Man kann es erahnen und sich zusammenreimen. Das kann man nicht erzählen. Diese 10 Minuten, die er da erlebt hat, die möchte man sich ja wahrscheinlich auch gar nicht vorstellen. Da denke ich sehr oft dran, muss ich sagen. Wenn ich so Momente habe, also wie der sich da gefühlt haben muss. Diesen Leben, diesen Kampf zwischen Leben und Tod. Was sind das für lange Minuten? Womit hat er das verdient? Und vor allen Dingen, ich habe es ja nicht von vornherein gewusst, dass er tot ist. Ich habe es ja erst durchs Fernsehen erfahren. Wie haben Sie das damals erlebt, als Sie im Fernsehen gesehen haben, dass Ihr Bruder tot ist? Da überrollt einen was. Du fühlst nichts, eine innere Leere. Du verstehst es nicht. Am Mittwoch fand sie zwei Leichen auf Jörg W.'s Grundstück. Jetzt ist Gewissheit, was viele vermutet haben. Die Staatsanwaltschaft und Polizei Bielefeld geht aufgrund von körperlichen Merkmalen davon aus, dass es sich bei den beiden Toten um den 65-Jährigen und den 71-Jährigen handelt. Und dann ist da noch ein drittes Opfer. Fadi S. ist Vater, Ehemann und gelernter Maurer. Opfer und Täter sind so etwas wie Geschäftspartner. Bis zu einem Tag im März 2018. Fadi S. gibt Jörg W. 5.000 Euro. Damit wollen sie zusammen ins Baugeschäft einsteigen. Aber Jörg W. nutzt das Geld, um damit sein Konto auszugleichen. Bei einem inszenierten Geschäftstreffen tötet er Fadi S. gemeinsam mit Kevin R. Weil Fadi S. nicht nach Hause kommt, macht seine Familie sich Sorgen und alarmiert die Polizei. Jörg W. flieht. Der Körper von Fadi S. wird nur 5 Tage nach seinem Tod gefunden. Mit diesem Foto fahndet die Polizei nach dem knapp 2-Meter-Mann Jörg W. Ein Kettchen mit Dollarzeichen, in der einen Hand ein Bier, in der anderen eine Waffe, die Hose ist im Camouflage-Muster. Auf seiner Brille steht rotzevoll. Nach nur wenigen Stunden wird er am 10. März gefasst im Bayerischen Reit. Und er gesteht, Fadi S. ermordet zu haben. Da wissen die Beamten aber noch nicht, dass er auch Gerhard F. und Joachim Kleine ermordet hat. Über die Verbindungsdaten seines Handys stoßen die Ermittler dann auf den Bundeswehrsoldaten Kevin R. Viele in Hille kannten den möglichen Dreifachmörder und sind total überrascht.
Er war ein netter Mensch, ja. Kann ich jetzt nichts anderes so sagen. Ich kenne ihn auch nur flüchtig so, wenn ich mal zu Hause bin. Normalerweise gibt es das bei uns nicht. Aber kann man nicht wissen, ne? Man guckt die Menschen alle nur bis vom Kopf. Geldprobleme, Habgier, Selbstüberschätzung. Was war es, das Jörg W. dazu gebracht hat, zu morden? Der Angeklagte zeige sich emotional kaum schwingungsfähig. Empathie gegenüber den Opfern werde in keiner Form deutlich. Vielmehr imponiere eine sehr sachliche Darstellung. Wilfried Bremermann lebt direkt neben dem Reiterhof des Täters Jörg W. und dem Haus des ersten Opfers Gerhard F. Vielen Dank für Ihre Zeit erstmal. Sie wohnen ja gar nicht so viele Meter entfernt von dem damaligen Hof von Jörg und Doris W., der ist ja direkt da vorne. Wie haben Sie das Paar damals erlebt? Also Doris habe ich eigentlich nur ein einziges Mal getroffen, zu der kann ich überhaupt nichts sagen. Und Jörg war mir eigentlich von Anfang an sympathisch. Er wirkte kompetent in dem, was er tat, zu Hause auf dem Reiterhof, was er da so angepackt hat. Ne, das hatte für mich schon einen gewissen Eindruck hinterlassen. Er wirkte sympathisch, hilfsbereit. Also war Jörg W. für Sie eigentlich das, was Sie sich von einem Nachbarn gewünscht haben? Ja, ganz genau, ganz genau. Ne? Ich habe gleich gemerkt, das ist ein Typ, wenn ich mal Hilfe brauche, der packt mit an, den kannst du dann fragen. Ne? Gerhard F., der hat ja auch hier gewohnt, das heißt, der war ja auch Ihr Nachbar. Was war Gerhard F. für ein Mensch? Ich habe ihn eigentlich als auch sympathischen Menschen kennengelernt. Er war ruhig, zurückhaltend, ganz klar, ein ganz anderer Typ als Jörg. Aber ich bin immer ganz gut mit ihm klargekommen. Sein Verhalten hat sich erst in späteren Jahren geändert. Was meinen Sie damit, wenn Sie sagen, sein Verhalten hat sich geändert? Naja, Gerd war trockener Alkoholiker. Aber irgendwann ist er doch wieder alkoholabhängig geworden. Und damit änderte sich natürlich auch sein Verhalten. Ne? Es gab ja auch diesen einen besonderen Moment, in dem Jörg W. Gerhard F. das Leben gerettet hat. Es gab zwei Situationen, wo er Gerd das Leben gerettet hat. Die eine, das war eine Geschichte, wo Gerd seine Gardinen angezündet haben soll, als Selbstmordversuch, und wo Jörg dann rechtzeitig darauf zukam, um das zu retten. Und das andere Mal soll er wohl Gas aufgedreht haben, um auf die Weise seinem Leben ein Ende zu setzen. Und jedes Mal kam Jörg aber rechtzeitig dazu und hat ihn retten können. Da ist also ein Nachbar, der einem anderen Nachbar das Leben rettet. Was hat das mit Ihrem Eindruck von Jörg W. gemacht? Naja, das hat erstmal meinen Eindruck von ihm bestätigt, ne? Dass er ein guter Kumpel ist, der anzupacken weiß, der Leuten hilft. Und er war ja zu dem Zeitpunkt auch sehr dicke mit Gerd. Gerd hatte sich ja von uns völlig zurückgezogen und sich völlig auf Jörg und seine Frau konzentriert. Insofern war das schon stimmig zu dem Zeitpunkt. Was meinen Sie, warum hat niemand hier gemerkt, dass Gerhard F. gestorben ist? Es gab eine Phase, da haben wir ihn monatelang nicht gesehen. 6 Monate, 7 Monate am Stück. Überhaupt nicht, wo wir uns dann schon Sorgen gemacht haben, was denn damit ist. Ne? Und naja, die Erklärung von Jörg war dann, dass er zu einer Entziehungskur ist. Und das erschien uns absolut plausibel. Ne? Alkoholiker, längere Zeit weg, Entziehungskur. Der Mittäter Kevin R. war zur Tatzeit etwa so alt wie ich. Er engagiert sich bei der Freiwilligen Feuerwehr, hat Freunde und arbeitet bei der Bundeswehr. Im Urteil heißt es, er sei höflich und manierlich gewesen und man merke ihm seine bürgerliche Erziehung an. Ich krieg das im Kopf nicht zusammen. Wie kann jemand, der solch ein Leben führt, so brutal und kaltblütig morden? Die Eheleute W. seien für ihn seit Kindesbeinen vertraut und beide hätten ihn wie einen Sohn angenommen und behandelt. Er habe sich dort zu Hause gefühlt. Kevin R. ging es um verschworene Männerfreundschaften, um Härte und Unbelastbarkeit. Ich würde das als toxische Männlichkeit bezeichnen. Von dieser sogenannten Männerfreundschaft ist während des Prozesses aber nicht mehr viel übrig. Die beiden beschuldigen sich gegenseitig. Das Urteil wird am 19. Juli 2019 verkündet. Jörg W. wird wegen dreifachen Mordes zu lebenslanger Freiheitsstrafe mit anschließender Sicherheitsverwahrung verurteilt. Kevin R. wird wegen zweifachen Mordes zu lebenslanger Freiheitsstrafe verurteilt. Bei beiden wird die besondere Schwere der Schuld festgestellt. Wenn Sie jetzt hier am Grab stehen und den Namen von Ihrem Bruder lesen, die Blumen quasi niederlegen. Was haben Sie denn noch für Gedanken im Kopf? Woran denken Sie dann? Dass er jetzt seine Ruhestätte hat. Dass er da nicht in Hille irgendwo eingebuddelt liegt. Er hat jetzt seine ordnungsgemäße Ruhe, wie sich das gehört.
Darum ging es mir. Man weiß einen Ort jetzt, wo man trauern kann und wo man hingehen kann. Deshalb hat er ja auch einen Stein, dass ich weiß, dass er hier ist. Mein Bruder wird weiterleben. Im Gedächtnis und auch in der Zukunft immer. Er ist immer irgendwie ein Thema mit dabei. Für mich jedenfalls. Er war ein Typ für sich. Er war ja nicht irgendwie, weiß ich nicht, wie ich das beschreiben soll. Er war wirklich ein Typ. Ideenreich. Mal weg vom Fenster, dann war er wieder voll da. Also kann man gar nicht beschreiben. Also eine einzigartige Person. Ja. Kann man so sagen. Aber da saß nichts Böses drin. Nichts Böses. Der wollte nur leben. Und das ist ihm nicht mehr vergönnt. Die Ehefrau von Fadi S. muss nach dem Mord an ihrem Mann das Haus verkaufen und wieder bei ihren Eltern einziehen. Und ihre Kinder werden keine Erinnerung an ihren Vater haben. So jung waren sie, als er verstorben ist. Und auch Renate Kleine findet keinen Frieden mehr. So sehr leidet sie unter dem, was ihrem Bruder zugestoßen ist. Die Opfer sind tot und die Täter hinter Gittern. Mit Zugang zu psychologischen Betreuern und Betreuerinnen. Und Kevin R. hat sogar die Perspektive auf einen Neuanfang. Aber wer kümmert sich um die Angehörigen? Diese Frage lässt mich irgendwie nicht los. Wie geht's euch damit? Schreibt mir das doch mal in die Kommentare. Und wenn ihr die Geschichte spannend fandet, dann schaut euch doch auch unsere anderen Filme an.